Hallo Melissa, was hast du heute gefrühstückt? Kyowa kusushita ni tabemashita? Socken? Oh, nee, Socken habe ich eigentlich nicht gefrühstückt. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen ist sie heute wieder da und kocht mit mir. Kaoru! Herzlich willkommen! Guten Tag! Hallo! Was machen wir heute Schönes? Heute machen wir Mochi, eine japanische Süßspeise. Und was ist da drin? Da drin ist ein Bohnencreme und dann Erdbeeren. Und dann außenrum ist ein Klebreismehl. Ah, na dann, sind wir gespannt. Wir fangen mit den Bohnen an? Ja, genau, die Bohnen, das ist Azuki-Bohnen. Und die muss man weich kochen. Und zwar so weich, dass ein Bohnen zwischen zwei Fingern ganz leicht zerquetscht werden kann. Aha, okay. Mhm. Und bis dahin, das dauert 2 Stunden. Mhm. Wow. Und man muss geduldig sein. Okay, warten wir dann jetzt auch 2 Stunden? Lieber nicht, oder? Nee. Mhm. Ja, dachte ich mir schon. Deswegen habe ich heute den Bohnen schon vorgekocht, mitgebracht. Ah. Und da fangen wir an. Wir machen einmal den Quetschtest. Ja. Okay, sie sind gut, wenn man sie zerdrücken kann. Okay. Ja. Perfekt. So, aber es ist noch nicht süß, hast du genau, habe ich gerade gemerkt. Ja, haben wir einen kleinen Topf? Ja. So, dann wir kochen jetzt den vorgekochten Bohnen weiter. Und dann Zucker. Haben wir Zucker? Ja. Ja. Kannst du erstmal so viel Zucker reintun, wie der Bohnen ist. So viel? Mhm. 1:1? Ja. Wow. So, es ist jetzt warm genug. Und diese Zucker, die kommt aber nicht auf einmal, sondern nach und nach. Vielleicht ein Viertel kannst du da reintun. Okay. Ein bisschen mehr. Ja. So. Ach, die deutsche Küche ist immer so hoch. Ich muss immer auf dem Tisch stehen. Du ja. Arbeitstisch immer bis hier. Ja, sehe ich gemein. So, jetzt glänzt, dann kommt mehr. Und der Zucker löst sich dann quasi komplett auf. Ja, und das muss auch ganz langsam geschehen. Mhm. Für alle Leute, die jetzt ein bisschen faul sind, man kann das auch schon fertig kaufen, oder? Ja. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Nein. Also süße Bohnenpaste frisch ist wirklich ein ganz anderes Level als das, ja, was man kaufen kann. So, du siehst, die Zucker macht auch die Bohnenmasse wieder flüssiger. Ja, voll. Mhm. Und das muss wieder hart eingekocht werden. Mhm. Und aber wenn man hier ungeduldig ist und dann die Hitze, also die Temperatur höher macht, und dann brennt den Boden an. Ah. Es muss immer den guten Mittelmaß finden. Okay, ihr habt es gehört, nicht faul werden, sondern Liebe investieren. Ja. Nicht die Temperatur zu hoch drehen. Dabei kann man auch sinken. Kannst du sinken? Leider nicht. Ganz schlecht. Ja, gehofft. Aber ich versuche mitzusingen. Oder gibt es so ein klassisches japanisches Volkslied, was man beim... Nee? Nein, weil wir meditieren dabei. Ah. Ja, es gibt auch einen Film, der vor ein paar Jahren gedreht wurde in Japan. Da wurde 90 Minuten lang nur die Bohnen rumgerührt. Ja. Was? Ja. Ja. Wow. Und wir finden das nicht komisch. Ist ganz normal. Ich erinnere mich auch, dass meine Oma immer wieder in der Küche stand und die Bohnen ganz selig und ja, in aller Seelenruhe vor sich rührten. Wow. Und vorgezwitscherten. Aber es ist auch was Meditatives dann. Ja. Also wenn ihr gestresst seid, einfach Bohnenpaste machen. Traditionell einfach zum Tee? Zum Tee, genau. Das ist ein Teegebäck. Mhm. Ist kein Dessert dafür, seht ihr auch. Das ist da, danach kommt ein Reis. Klebreismehlmantel und es liegt schon sehr schwer im Magen daher. Okay. Das ist ein Teegebäck. Ja, also ich würde sagen, also diese Sojabohnen, die Azuki-Bohnenpastete heißt An. Und diese An ist so vergleichbar wie ein Marzipan oder Schokolade in der deutschen Süßigkeitenkultur und ist ein Grundzutat für die japanischen Süßigkeiten. Also so langsam sieht es tatsächlich ein bisschen aus wie Schokolade. Ja.
Und Azuki-Boden sind echt sehr gesund, so wie alle Boden, hat viele Mineralien, hat ein Anti-Aging und auch für die Schönheit ist gut. Seht ihr? Reinigt den Körper. Endlich so viel Süßigkeiten essen, wie man will, ohne schlechtes Gewissen. Werden wir auch machen. Ja, aber es ist auch mal schön, dass ich nicht mit jemandem koche, wo ich immer hochgucken muss, wenn ich mit ihm rede. Ja, ist auch schön, jemanden kleiner zu haben. Ist so. Kommt ja nicht so oft vor. Das ist gut jetzt und dann wir kochen das ein und zwar so hart, bis wir, wenn wir so einen Kreis hier zeichnen, dass diese Spur auf dem Boden 3 Sekunden auch bleibt. Es gibt ein Zeichen im Japanisch, das ist wie so ein Kringel und das ist quasi der Move, den ihr dann macht. Also so und der bleibt 3 Sekunden bestehen und dann ist es perfekt. Wir zeichnen jetzt ein Zeichen noch und 1, 2, 3. Gut, jetzt ist mehr als genug. Und damit es später noch so cremiger schmeckt, pürieren wir jetzt die Bohnen. Hast du schon mal Mochi gegessen? Ja, ne? Vor allem in Japan, oder? Oh ja, ja. Die frischen. Hier bekommt man ja eigentlich nur die abgepackten und es sind einfach zwei verschiedene Welten. Ich habe in Japan so viele gegessen, mir war teilweise schon schlecht. Naja, wie viele Stücke hast du gegessen, sodass du schlecht, sodass es dir schlecht fühlt? 6. Das ist schon viel. So, diese Azuki-Creme muss kalt werden, ne? Weil danach formen wir es per Hand. Wie lange hält sich das? Das hält im Kühlschrank eine Woche. Und, aber kann man einfrieren. Perfekt. Ja. Heißt, am besten macht man gleich 10 Kilo. Oh, 10 Kilo. So, dann den Rest kratzen wir mit dem Kreis ab. Nichts verschwenden. Nein. Wir haben jetzt die Bohnenpaste ein bisschen verteilt und abkühlen lassen. Was kommt als nächstes? So, dann wir schneiden die Erdbeeren. Köpfchen ab. Köpfchen ab. 10 Stück davon. Okay, alles klar. Und natürlich suchen wir schöne raus. Kann man auch noch andere Sachen reinmachen außer Erdbeeren? Ja, kann man auch Eiscreme da reintun. Oh. Aber eigentlich die Erdbeeren, was wir jetzt präsentieren wollen, das ist eine Neuerfindung. Also traditionell gab es nicht. Also als ich noch klein Kind war, gab es nicht, weil es nicht hält. Ne? Wirklich? Ja, das muss man frisch zubereiten und frisch auch verkaufen. Aber was war stattdessen drin, statt Erdbeeren? Nur diese Bohnen. Okay. Aber man kannst auch Bananen reintun. So alles, was dazu passt. Ich fand Orangenmarmelade zum Bohnen auch gut. Aber da würde meine Oma sagen, ach je. Die Deutsche. Gut, 10 Stück. Gut. Und dann, wir machen da draus einen kugelförmigen Füllung. Okay. Ist auf jeden Fall Handarbeit. So, und das sieht dann schön aus, wenn die Erdbeerenspitze so sich noch zeigt. Okay. Warum, dann weißt du später. Okay. Und deswegen ist sehr wichtig, dass diese Bohnencreme nicht so flüssig ist. Okay. Ja, und deswegen haben wir es auch ein bisschen gewartet jetzt, damit es sich abkühlt, damit es ein bisschen fester wird. Das geht so? Super. Ach okay. Toll, süß. Okay. Sehr schön. Der letzte. Das sind jetzt die Füllung. Okay. Ja? Jetzt ist Zeit für den Teig? Ja. So, der Teig besteht, weil es japanisch ist, natürlich aus Reismehl und Zucker und Wasser. Gibt es irgendwas zu beachten bei dem Reismehl? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist sehr pflegeleicht. Einfach reinschütteln. Aber man muss aufpassen, dass es Klebereismehl ist, nicht wahr? Genau. Es gibt auch nicht klebende Reismehl und auch Stärke und dann Klebreismehl. Und da benutzen wir jetzt ein Klebreismehl. Okay. Ja? So, der Zucker dazu? Ja. Und Und das dann Wasser? Kommt Wasser. So. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja. Sieht gut aus. So soll der Vorteig aussehen. Boah, es klumpt auch überhaupt nicht, ne? Nein. Ist wirklich sehr pflegeleicht. Ja. Wir brauchen eine beschichtete Pfanne. Okay, groß genug? Super. Für 2.
So, dieser flüssige Teig kommt jetzt in die Pfanne. Und magst du vielleicht das verrühren? Und ja. Zwar am Anfang ist sehr flüssig, aber ab einem bestimmten Moment wird es sehr, sehr elastisch und auch fest. Und da musst du aber weiter rühren. Jetzt schon rühren? Ja. Und auch hier, wenn man denkt, okay, dann es muss ja schnell gehen und dann ich arbeite auf der hohen Hitze und dann brennt es an. Okay. Also man muss immer mit der Zeit einhergehen. Siehst du, was es kommt und hier darfst du nicht verzweifeln, geht's weiter. Okay. Ja, ich stehe wieder auf die Zehen. Wir beide auf die Zehenspitzen einfach. Ab jetzt. Dann geht es ganz schnell und musst immer mehr eine Kraft einsetzen. Man muss ein bisschen, so wie Pizzateig, das muss man auch schlagen. Und ist das, um die Luft reinzuholen? Nein, diese elastische Konsistenz, ich kann nicht reden. Weil ich mache weiter. Ist es wirklich? Ja. Ist eigentlich so ein, die Kameramänner machen. Ja, wirklich. Chum sollte das eigentlich machen. Kann ich rausgehen? Nein, ich zieh das hier durch. Ja. Du bist stark. Ja. Noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten? Ja. Was würde denn passieren, wenn man es zu früh rausnimmt? Zu früh rausnimmt, dann wird flüssig bleiben und schmeckt auch nicht. Okay. Mhm. Sehr gut. Geht's nicht mehr vom Löffel? Ja. Das sieht wie ein Babyhaut. Das sagt man auf Japanisch. Oder in Japan gibt es auch ein Kompliment. Oh, du hast eine Haut wie Mochi. Ah. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Haut. Gut, und es geht jetzt gar nicht mehr vom Löffel ab? Dann fertig. Wenn du diesen Teig direkt auf den Teller rauf tust, dann kleben sie. Ah. Ja, und dann haben wir nichts zu essen. Also, das ist Kartoffelmehl. Damit es nicht klebt, aber Kartoffelmehl als solches schmeckt nicht. Das ist auch so ein, man muss vorsichtig umgehen, aber drauf tun und dann klebt es erstmal nicht. Ist aber auch heiß. Und diese Teig werden wir ganz schnell in 10 Portionen verteilen. So, aber jetzt muss schnell gehen, weil der Teig lässt sich formen, solange es heiß ist. Wie ein Eisen. Ja, so. So, dann. Die Hände bemehlen, unten ein Stückchen davon nehmen, ist es noch heiß. Oh ja. Und draus einen runden, flachen Fladen. Scheiben. Ja, Fladen. Ein Fladen. Also daher machen. Kommt das Wort Fladenbrot. Mag sein. Rand sollte man möglichst auch dünn machen. Okay. Warum? Weil es noch später zusammengezogen wird. Okay. Ich mache einmal vor, ja? So. Ah, und unten zudrehen. Unten zudrehen. Okay, gut. Mein erster Versuch. Ja. Rum. Und unten. Unten zusammenziehen, genau. Dann entsteht ein Päckchen. Und am Ende so wie so. So. Ah, verdrehen einfach. Okay. Wir essen diese Mochi. Das ist großes Glück Mochi heißt das auf Japanisch. Daifuku. Daifuku Mochi, genau. Und dann essen wir, nehmen wir immer zum Festlichkeiten. Wir schenken es auch sehr gern. Es gibt in Japan viele Konditorei, die nichts anderes als das über 300 Jahren herstellen. Wow. Und sind sehr stolz drauf. So, fertig. Wow, na dann räumen wir mal kurz auf und dann probieren wir ein. Ja. Ja. Wir sind jetzt fertig. Ja. Aber das Schöne ist ja eigentlich innen, ja? Genau. Möchtest du einen aufschneiden? Darf ich? Klar. Ja. Dann dieses Messer sollte man auch feucht machen, sonst klebt es. Langsam. Und tada! Wow! Ah, so hübsch! Die Farben auch zusammen finde ich sind mega schön. Ja, und es schmeckt auch. Magst du es probieren? Ein Stück gleich? Auf jeden Fall! Gut, ich koste jetzt. Und wenn man in etwas so viel Mühe investiert hat, dann stopft man sich nicht das ganze Ding in den Mund, sondern beißt ab. Guten Appetit. Mm.
Ich krieg direkt Japan-Flashbacks. Es ist so lecker. Und ich finde, frische Mochis, das ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Also wirklich kein Vergleich zu den abgepackten Sachen. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank. Ja, gerne. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, das nachzumachen, schickt uns gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam, taggt uns drauf. Kaoru ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr wollt, dass sie nochmal vorbeikommt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.